Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich euch hier mal den Kärcher ED4 vorstellen, den ich mir selber gekauft habe. Ist ja immer so ein Thema wegen Werbung und so. Also, das Produkt habe ich mir selbst gekauft. Ich will es euch nur vorstellen, weil ich es cool finde hier auf meinem Kanal. Und wie gesagt, ich suche ja für euch immer interessante Sachen, die entweder cool oder die auch gut funktionieren. So, heute, wie gesagt, hier der Kärcher ED4. Den will ich euch mal vorstellen. Das ist ein elektrischer Eiskratzer. So sieht das Teil aus. Hier unten ist ein Schutz drauf, ja, damit man nicht aus Versehen sich die Finger radiert. Hier unten ist der Einschaltknopf. So, wenn ich den jetzt hier einschalte, geht diese grüne Lampe an. Hier oben kommt das Ladekabel rein, aber da zeige ich euch gleich noch mal was zu. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, hört ihr schon, dann funktioniert der Eiskratzer oder fängt jedenfalls an zu fahren. So, im Realbetrieb muss ich natürlich hier den Schutz abmachen, gehe auf meine gefrorene Scheibe und drücke dann drauf. Das werde ich natürlich jetzt hier auf dem Tisch nicht machen. So ist eigentlich das Funktionsprinzip. Ja, ich werde ihn natürlich auch am Auto testen und werde euch das natürlich auch zeigen, ob der auch wirklich ja, gut ist, ob das auch überhaupt funktioniert. Darum geht es ja, ja. Ist auf jeden Fall ein cooles Weihnachtsgeschenk. Kostet knapp, ich glaube, 38, 39 Euro habe ich dafür bezahlt. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung werde ich den natürlich auch verlinken. Das ist ganz klar, wenn ihr da Interesse haben solltet. So, jetzt kommen wir zum Laden. Ja, mit dabei ist hier noch das Netzteil. Ja, das Netzteil hier mit so einem Stecker. Dann muss ich hier oben das Gummi, hole ich hier raus. Dahinter ist dann der Anschluss versteckt und dann stecke ich das Gerät ein und in die Steckdose. Hier oben, wenn die Lampe dauerhaft grün ist, dann ist das Gerät fertig geladen. Wenn die Lampe blinkt, ist das Gerät im Ladevorgang. Ja, schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir hier sowas mit USB gehabt hätten, USB-C oder so. Dann hätten wir das Gerät im Auto laden können. Aber wahrscheinlich haben wir hier, dadurch, dass wir hier einen 9-Volt-Motor verbaut haben, nicht die Möglichkeit, das halt mit USB-C zu laden. Deswegen haben die Entwickler dieses Netzteil ja, dabei gelegt. Wahrscheinlich mit einem schwächeren Motor, der weniger Spannung aufnimmt, hätte man wahrscheinlich nicht kratzen können. Dann wäre der Motor wahrscheinlich stehen geblieben. Naja, gut, das ist halt so. Ja, müssen wir mal gucken, wenn ich mal die Tests mache, wie lange so ein Ladevorgang hält. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal live an, wie der ED4 hier in Aktion tritt. Bis gleich. Oh, jetzt habe ich den ED4 hier in der Hand. Jetzt wollen wir mal testen. Also natürlich erstmal einschalten. Okay. Passt rein, funktioniert gut. Also hervorragend, macht sogar richtig Spaß. So, meine Scheibe ist frei. Das Einzige, was ich sagen muss, es ist ein bisschen laut. Ja, okay. Vielleicht hat man den einen oder anderen Nachbarn, der sich dann, wenn man ziemlich früh auf der Arbeit muss, darüber beklagt. Aber es geht total easy und es macht richtig Spaß. Ja, das war es dann eigentlich schon hier zu diesem Video und ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ich konnte euch mal wieder was Neues zeigen. Wie immer, Abo dalassen, wenn ihr kein Video verpassen wollt und dann macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.